Willkommen zu einer neuen Runde Train Sim World, wieder hier bei der Vorarlbergbahn. Auf der S-Bahn Vorarlberg. Wir fahren heute das erste Mal die komplette Strecke. Rüsten jetzt erstmal den Zug auf. Und währenddessen tue ich auch nur Zug aufrüsten, weil sonst der Multitasking. Ne, wisst ihr ja Bescheid. Sie fahren PZB. Die Türen sollten wir natürlich auch noch aufmachen. Stecken hier das Führerbremsventil noch rein. Und dann die Zugspitzensignale sind da. Linder Hauptbahnhof steht vorne dran. Das wollte ich nicht. Der Richtungsschalter ist drin, der Schlüssel ist drin, die Tür ist auf. Das Führerbremsventil ist drin. PZB lief alles an. Dann haben wir alles. Wir haben heute ein paar Sachen zu besprechen. Unter anderem gab es einen kleinen Leak. Beziehungsweise, der ist gar nicht so klein. Den möchte ich mit euch heute im Laufe der Folge besprechen. Dann hoffe ich, dass die Folge heute so flüssig läuft wie sonst auch. Weil ich Train Sim World leider von meiner SSD auf meine HDD verschieben musste, weil ich da massive Probleme hatte, nachdem gestern bei einem Aufnahmeversuch dieser Folge mein PC abgestürzt ist. Dazu kann ich gleich sonst nochmal mehr erzählen. Deswegen werde ich heute auch ein paar Mal mehr speichern als sonst. Sonst speichere ich eigentlich gar nicht. Aber heute werde ich, wenn ich dran denke, mal ein bisschen zwischendrin speichern, weil ich nicht weiß, ich habe ein bisschen Angst, dass es wieder abstürzt. Genau. Also natürlich, wenn das Thema abstürzt, dann macht das nicht viel Sinn. Dann werdet ihr das Video ansehen. Aber ja, wenn es jetzt einmal abgestürzt ist oder so, dann das keine größeren Auswirkungen hat, dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Wir machen die Türe zu und fahren dann auch schon los. Türe geht zu, wir fahren doch das erste Mal in Doppeltraktion. Stehen hier so getrennt, das ist aber hier sehr knapp. Also da muss man ja wirklich mit der Bremse gucken, wenn man da einen Zentimeter nach hinten rollt, zack, rotes Signal. Szenario beendet hier, also. Ja, cool, okay, ich hätte vielleicht auch das Führerbremsventil auf Fahrstellung stellen sollen, das wäre eine gute Idee gewesen. Genau. Ich weiß, was noch fehlt. Das hier fehlt noch. Jetzt sehen wir es, sieht man zwar nicht so 100% optimal, aber man sieht es. Aktuell knallt ja auch nicht komplett die Sonne. Und dann nächste Halt ist dann Lüzideas. Oder wie man das auch immer ausspricht. Eine Stadt oder Ort, die ich nicht kenne und deswegen anhand dieses komplizierten Namens auch nicht die richtige Aussprache kenne. Okay. Wir müssen befreien. Ja, können wir. Easy. Die Fahr auch nicht vergessen. Genau, wir fahren jetzt hier rüber. Dürfen wir aber immer noch nur 60 fahren. Müssen wir natürlich gucken. Muss man mal jetzt gucken mit dem Tacho. Das ist noch eine Gewöhnungssache. Also da muss ich mich noch dran gewöhnen, dass wir nicht mehr dieses große Hut hier haben. Klar kann man es auch wieder anstellen, aber ist schon cooler ohne. Links sind die ganzen Güterwagen abgestellt hier. Und Pludenz ist aber ein relativ kleiner Güterbahnhof, würde ich sagen. Und wir dürfen auf Streckengeschwindigkeit 140 hoch. Wir sind in der S-Bahn, halten dementsprechend an jedem Stopp. Mit einer Stunde 40 ist das, glaube ich, ungefähr bemessen, die Fahrt. Meine ich. Ne, Moment, nicht eine Stunde 40, eine Stunde 30 oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht genau. Aber da kommt schon die Haltetafel hier. Dementsprechend werde ich das Video in zwei Teile teilen. Das macht für mich nicht viel Sinn, das so in einem zu machen. Das ist dann doch ein bisschen lang. Und ich sehe keinen Mensch an. Deswegen teilen wir das in zwei Teile. Wir werden heute also entsprechend den Boden den noch nicht sehen. Wir sehen aber dafür diese wunderbare. Hallo? Diese wunderbare alpine Region hier. Das war ein bisschen übertrieben mit den Bremsen. Halten jetzt gerade mal hier und dann kann ich ja gleich noch ein bisschen was erzählen. Muss man hier vorfahren, weil ich sehe hier, also die Halteposition ist ein bisschen komisch, die geht ein bisschen beim Bahnsteig hinaus. Ja, ist doch gut. Fahren ja lieber einen Tick mehr nach vorne, ja, das passt. Und tun ich schon mal auf der rechten Seite freigeben. Na komm, jetzt hat er's, da ging es ein bisschen berg runter, deswegen
Hat der Zug sich auf den letzten Metern ein bisschen schwer getan. Auch interessant ist der versetzte Bahnsteige hier. Warum auch immer man das getan hat. Ich weiß es nicht. Wird schon seinen Grund haben. War der kein Hund? Das war auf jeden Fall im Spiel. Das war aber nicht bei mir. Das ist ja interessant, dass es jetzt Hunde im Spiel gibt. Aber ich glaube, sehen tun wir nicht. Das wäre noch cool, wenn so Leute auch mit Hunden oder so hier kommen und am Bahnsteig stehen würden. Und warum die Leute so lustlos am Bahnsteig stehen, das sind wahrscheinlich die, die gerade ausgestiegen sind. Gibt wahrscheinlich noch einen kleinen Bug da oder so, keine Ahnung. Das ist ein Rätsel. Warum? Warum ist die Tür nicht entriegelt? Okay, die Tür ist offen. Okay, alles klar. Naja, hat jetzt ein bisschen Zeit gekostet. Und dann machen wir die Tür auch schon wieder zu. Und fahren auch schon weiter nach Ludesch. Ja, vielleicht hätte ich nicht auf die 100% direkt gehen sollen. Das war dann doch ein sehr ruppiger Start. Genau. Wo war ich stehen geblieben? Ach so, genau. Ich hatte das wieder ins Urteil, hatte ich eben gesagt. Da habe ich noch eine Kleinigkeit vergessen gehabt. Und zwar wird der erste Teil jetzt, das hat leider so ein bisschen meinen Zeitplan gesprengt, eigentlich sollte es ja schon Sonntag kommen. Jetzt kommt er wahrscheinlich erst Montag und dann am Donnerstag, denke ich mal, frühestens am Mittwoch, wahrscheinlich eher am Donnerstag, kommt dann das Video zur Roadmap. Da werden wir woanders fahren, weil das kann ich ja noch nicht voraussehen jetzt, was zum Aufnahmezeitpunkt, was in der Roadmap drin sein wird. Und dann Ende der Woche, Anfang nächster Woche kommt dann der zweite Teil dieser Fahrt. Wir nähern uns schon dem Halt. Genau, das, also ich teile das Video auf, aber der zweite Teil wird erst nicht als nächstes, sondern erst als übernächstes Video kommen. Das ist vielleicht eine wichtige Information. Sportliche Bremsung. Sollte aber alles kein Problem sein. 55 am Bahnsteig anfangen. Alles im guten Bereich. Eine sehr ruppige Bremsung. Muss die Oma sich im Wagen hinten halt mal festhalten. Die Halteposition ist auch ziemlich interessant, weil ich glaube, da sind wir hinten wieder nicht ganz drin dann. Ja. Ja, ist doch gut. Aber ich lass mich gerade ausrasten, ihr Siefer. Ich denke doch an dich. Langsam aber sicher, dauert noch einen kleinen Moment, aber langsam aber sicher werden wir hier diese bergige Region, also wo wir wirklich so zwischen den Bergen sind, bei Bludenz verlassen. Auch interessant der Bahnsteig hier. Wie der im Regelverkehr benutzt, kann ich mir nicht vorstellen. Hier gibt es ja nicht mal eine sichere Möglichkeit hinzukommen hin. Ja, der Gegenzug kommt da drüben auf dem Gleis, also der wird wahrscheinlich nur in Sonderfällen benutzt. Wir können die Tür wieder zumachen. Das ist der Kollege. Vermutlich auch die S-Bahn, wenn der auch hier hält. Ich weiß nicht, vielleicht hält die Regionalbahn auch hier, das weiß ich nicht, aber wird dann wahrscheinlich die Gegen-S-Bahn sein. Ich glaube S1 ist das doch, oder? Die befahren genau S1. 25810 Bludenzland in der Hauptbahnhof. Genau, wir machen dann so noch, glaube circa 45 Minuten machen wir Schluss. Kommen dann als nächstes nach Nenzing. Und die Siefer will uns wieder gern haben. Genau, ich wollte noch mit euch besprechen, hier die Leaks, die hier kamen. Und zwar gab es so ein Video, also es gibt ja immer mal wieder solche Videos, ich hole da mal ein bisschen aus. Es gibt ja immer mal wieder, gab es in der Vergangenheit so Videos, zum Beispiel für Bremen-Oldenburg, als das released wurde auch, oder als Mainz-Koblenz released wurde, oder die Niedertalbahn. Bin so schnell, upsala, geht es halt runter, das ist den Berg, das ist problematisch.
Und zwar gab es da ja immer diese Videos, 10 Dinge, die man da wissen muss über die über dieses kommende DLC eben. Und das waren auch immer relativ interessante Videos, weil da gab es zum Beispiel bei BM Oldenburg, wo da zum Beispiel eine Sache war, da eben die diese Klappbrücke, die da wirklich hochfahren kann, oder wenn irgendwelche interessanten Layer da auf der Strecke sind oder was weiß ich, irgendwas Besonderes halt, dann wurde das in diesem Video eben gesagt. Und jetzt zum Train 4 Release gab es eben auch ein Video, 10 Dinge, die du über Train 4 wissen musst. Also natürlich ein Video auf Englisch, logisch, ich habe es jetzt nur ins Deutsche übersetzt, der Titel. Wo müssen wir? Hier müssen wir hier. Hauptschalter. Müssen wir hier, oder? Da gab es doch so ein komisches blaues Schild. Ich kenne mich da nicht so aus, aber das bedeutet das doch, oder? Oder müssen wir da auch noch rum und nehmen runter machen? Naja, jetzt geht es spät, ne? Können wir jetzt wieder hoch machen? Also, ich meine, Hauptschalter reinmachen? Ich glaube schon, ne? Ja, keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ja, jedenfalls gab es ein Video jetzt Train 4, 10 Dinge, die man darüber eben wissen muss. Und da gab es eben am Anfang des Videos, ist doch gut, am Anfang des Videos gab es dann eben eingeblendet, diesen Schrift zu geben, 10 Dinge, die du eben wissen musst, ja, wie ich das schon 100 Mal gesagt habe ungefähr. Und im Hintergrund, weil man will ja dann kein schwarzes Bild haben, so, das ist, wie gesagt, sieht ja scheiße aus, ne? Hi, Kollege. Im Hintergrund gab es dann eben so ein Bild, ein sehr unscharf gemachtes Bild von diesem Auswahlmenü, dem Streckenauswahlmenü. Was man eben hat, bevor man in eine Fahrt reingeht. Also, man kann ja dann auch drücken im Hauptmenü Strecke auswählen, dann wählt man eine Strecke aus und dann wählt man nachher einen Log aus und dann tut man eben entsprechend das Szenario, also die Fahrplanfahrt auswählen. Und dann gab es eben dieses Streckenauswahlmenü. Und dann gab es ein sehr unscharfes Bild zu erkennen von, also ein sehr unscharfes Bild, in dem Bild, was sehr unscharf war, so herum. Das habe ich ja eben schon gesagt, das war eben sehr unscharf im Hintergrund. Da gab es zu erkennen, also wahrscheinlich wird das da sein, ein Desiro in dem Bild. Der war da eben zu sehen. Natürlich will man keine Garantie auf irgendwelche Aussagen, aber das ist schon eine ziemlich allgemeine Meinung der Community. Also es ist schon sehr wahrscheinlich, dass es ein Desiro gewesen sein wird. Ah, ich wollte noch speichern, habe ich doch gesagt, ne? Ja. Und genau. Und über diesen Desiro gibt es ja natürlich viele Vermutungen, weil den Wagen gibt es ja noch nicht im, also den Triebwagen gibt es ja noch nicht in Train 4. Jetzt tue ich mal kurz hier das Thema nochmal wechseln, weil mir ist aufgefallen, diese Anzeigen hier in diesem Halt. Das ist bestimmt nicht echt auch so, dass sie hier in der Mitte hängen, aber sind anscheinend hier beide fürs rechte Gleis gemünzt. Ich hätte mir gewünscht, dass dann eins von denen für unser Gleis auch wäre. Weil ich denke, man echt zeigen die beide Gleise an, das geht aber im Train wird nicht. Okay, zurück zum Thema Desiro. Wir machen die Tür wieder zu, fahren weiter. Nächste Halt ist dann Schlinz. Genau, und da wurde eben viel spekuliert. Und jetzt gibt es da eine Vermutung. Und ich habe auch noch eine weitere Vermutung, die ich mit euch teilen möchte, die so nicht allgemein in der Community üblich ist. Dann kommen wir erstmal zur Vermutung der Allgemeinheit, die tatsächlich auch so sein kann. Ich will jetzt gerade nicht sagen, dass es irgendwie nicht so ist. Und zwar wurde auf diesem, ich hätte fast gesagt Talent, nee, auf dem Desiro, auf dem sehr, sehr unscharfen Bild, meinen Leute zu erkennen, dass da Traufstände bewegt und Westranken waren. Bewegt kann schon sein, das kann ich mir gut vorstellen, weil da war schon so ein bisschen gelb zu erkennen, als ich mir das angeguckt habe. Wie man da in diesem sehr unscharfen Bild allerdings Westrankenbahn erkennt. Ach du Scheiße. Ja, alles klar. Heute kein Halt der Schlinz. Ja, also da, sorry, da habe ich nicht gerechnet, dass der so kurz danach kommt. Ich weiß, so abgelenkt heute leider, upsala. Heute leider ohne Halt der Schlinz, Halt fällt aus. Also da wäre ich so oder so durchgerauscht, auch wenn ich da voll in die Bremse reingegangen wäre. Fragst du uns dann das nächstes? Wo war ich das Ding geblieben? Jetzt hat es mich wieder voll aus dem Konzept gebracht. Achso, genau, da meinen Leute bewegt und Westfrankenbahn erkennen. So könnte ich dann aber, also wie man da Westfrankenbahn erkennen will, ist mir ein absolutes Rätsel.
Und anhand dessen ist halt in Diskussion, ob das gegebenenfalls, weil man kann natürlich dann so wo im Netz der Beschreibung ob es dann nicht lecker, ich glaube, Aschaffenburg, oh Gott, wohin? Wertheim, glaube ich, wird. Ich habe mir das mal angeguckt, eine coole Strecke auf jeden Fall, eingleisig auch. Schon ein bisschen was an Verkehr auch, also ein bisschen Güterverkehr, glaube ich, auch, habe ich gesehen. Also schon eine ganz coole Strecke eigentlich. Also auf jeden Fall würde ich mich darüber drüber freuen, wenn ich kommen würde. Jetzt habe ich aber noch eine andere Vermutung, die ich auch mit euch teilen möchte. Natürlich, das funktioniert nicht, wenn da Beweg drauf steht, das ist mir schon klar, aber so 100% weiß man das ja auch nicht. Und zwar haben wir ja bereits, also damals beim Train Level 2 Rush Hour Paket ist ja Dresden-Wieser gekommen. Und damals wurde es angekündigt, dass der ab nach Großenhain, nach Meißen und nach zum Dresdner Flughafen kommt. Und jetzt hat man, also man hat ja damals dann noch nach großem Protest, weil man hat ja den Ast nach Flughafen und nach Meißen weggestrichen, aus Zeitgründen irgendwie, weil nicht mehr genug Zeit war. Und nach großem Protest hat man den Ast nach Meißen noch hinzugefügt. Da ist ein Kollege im Güterzug oder nur Güterwagen, ich weiß es nicht. Ja, ich glaube nur Güterwagen. Genau, nach großem Protest hat man ja dann eben entsprechend wieder. Also hat man dann den Ast nach Meißen gebracht, der Ast nach Flughafen ist ja bis heute nicht gekommen. Jetzt hat man natürlich mit Train Level 4 die Strecke Dresden-Riesa auf die Train Level 4 Standards. Das ist ja schon wieder so eine beschissene Halteposition. Die Strecke Dresden-Riesa auf die Train Level 4 Standards gehoben. Und zusätzlich war es ja schon so, die ganzen Gleise und auch schon so die grobe, also sehr, sehr grobe Ausgestaltung, die existierte ja auf dem Ast nur nach Dresden Flughafen, ja auch schon, wie man in manchen Videos von anderen Leuten schon gesehen hat, die sich dann mal da mit irgendwelchen Mods, die sich das mal angeguckt haben und da eben verbotenerweise lang gefahren sind. Ich glaube, ich habe das irgendwann auch mal gemacht, aber nur privat, nicht im Video. Es kann natürlich sein, weil genau auf dieser Strecke Richtung da Richtung Flughafen, also das ist ja eine Strecke nach, ich weiß gar nicht, Görlitz oder irgendwie sowas. Kann das sein? Dresden-Görlitz? Ja, genau, ich glaube nach Görlitz. Und dann geht irgendwie so ein paar 2 Kilometer langer Abschnitt nach Flughafen oder so irgendwann ab von der Strecke, wo dann die S-Bahn hinfährt. Achso, wir können mal aufmachen, ist ja, wir haben noch Zeit. Geht nochmal auf? Ja, geht nochmal auf. Und entsprechend dessen, dass man sowieso die Strecke jetzt angehoben hat auf 2 Level 4 Standards und diese Infrastruktur ja im groben Zuge zumindest bis Flughafen schon teilweise liegt, hätte man da ja sowieso schon Arbeit, die man noch irgendwie verwerten könnte. Und dementsprechend, ich glaube nicht daran, dass die komplette Strecke nach Görlitz realistisch ist, das ist zwar eher unrealistisch, aber die Strecke nach irgendwo da, also irgendwo dazwischen und dann mit dem Abstand nach Flughafen, das könnte ich mir schon gut vorstellen, dass sie kommt. Also das wäre natürlich, und man hat die Fahrzeuge für die S-Bahn Dresden natürlich sowieso schon. Also das könnte man ja dann entsprechend mitliefern dann noch. Zusätzlich zu dem DeSiro. Also das wäre dann natürlich auch noch eine Option. So, jetzt müssen wir mal gucken, hier kurz vor Feldkirch, also hier zwischen Fahrstand und Feldkirch hat das letzte Mal mich abgeschlossen. Also nicht die PZB, sondern mein PC. Deswegen hoffe ich jetzt, dass es funktioniert, deswegen speichere ich lieber nochmal. Genau. Also das halte ich tatsächlich auch für eine Strecke, die möglich wäre. Soweit ich weiß, waren da ja die Zeros. Ich halt, also ich glaube nicht, dass es ein Log-DLC nur wird. Das wird irgendeine Strecke sein mit dem DeSiro entsprechend. Finde auch sehr cool, wenn der DeSiro tatsächlich kommt. Weil wir haben bisher, glaube ich, einen Dieseltriebwagen mit dem 612. Aber das ist ja natürlich so ein besonderer Dieseltriebwagen, weil der damit Neigetechnik betont, dass der Verkehr da nicht an so vielen Stellen. Ja, das und deswegen nochmal wirklich so 0815 diese Triebwagen wieder an vielen Stellen im Verkehr zu haben, ist natürlich schon mal cool. Auch wenn ich mir den Triebwagen natürlich immer noch wünsche. Schön am Fluss sein, was das eigentlich ist. Der eine ist nicht.
Finde ich das irgendwie raus? Nee. Also ich habe hier gerade geguckt, weil ich habe als schreibliche Unterlage, habe ich glaube ich schon mal hin und wieder erzählt, eine Deutschlandkarte, aber wir fahren ja nicht in Deutschland und Österreich, nur so ganz bisschen nur noch drauf. Hier sehe ich zwar Feldkirch, aber keine Ahnung, was hier für Fluss ist, das ist genau der Rand der Karte. A110 oder Buchstabe. Also 90 nur noch, dann sind wir ein bisschen weiter. Machen die Führerstandsbeleuchtung nochmal an. Ach okay, die Seite studieren müssen, naja, ich habe zumindest keine Zwangsbremsung bekommen. Vielleicht sind wir dann auch schon im Feldkirch. Hallo, da mal, ich sehe gar nichts. Hilfe. Ach ne, warte, da geht das gar nicht. Das ist irgendwo hier fertig wahrscheinlich, ne? Ich sehe ja immer noch nichts. Das hat sie ja überhaupt nicht gebracht. Hier bleibt runter, deswegen bremsen wir nochmal ein bisschen. Sowieso sind wir jetzt in Feldkirch da vorne. Ja, 50 am Bahnsteig Anfang passt. Bremsen wir langsam rein. Kleinen Moment haben wir ja Zeit. Will ja schon 29 da sein. Quietschen wir schön auf den letzten Metern und machen die Tür auf. Auch ein sehr cooler Bahnhof, muss ich sagen, hier in Feldkirch. Also eigentlich ein sehr simpler Bahnhof, aber trotzdem auch irgendwie cool. Hier fahren ja, glaube ich, die Züge Richtung die andere S-Bahn-Linie. Die einzige, die wir so gar nicht fahren können, ab, die dann über Liechtenstein in die Schweiz fährt. Ich weiß noch gar nicht, wo die ab, fährt die hier ab. Steht das hier irgendwo? Ne, ich glaube, die fährt ja nicht das KI, oder? Ich glaube, die fährt doch hier, genau, fährt doch hier ab, oder? S-Bahn über Liechtenstein. Naja. Hallo Kollege. Du bist die Gegenlinie nach Pludenz oder bist du ein Regionalexpress oder was bist du? Oh, da ganz vorne ist das, ist die Anzeige. Da bin ich schon vorbei? Ja, da. Pludenz S1, 8.31 Uhr. Wir sind nicht Pludenz S1, wir sind Lindau S1. Es gibt ja auch S1, die nach Bregenzhafen nur fahren. Ich weiß auch gar nicht, ob es noch welche gibt, die nur bis Bregenz Hauptbahn nur fahren. Ich glaube aber nicht, oder? Ich glaube, die fahren alle mindestens bis Bregenz Hafen. Ich glaube, die andere Richtung weiß ich gar nicht. Ich glaube, es gibt Regionalzüge, die fahren nur bis Feldkirch oder bis Bregenz oder ich glaube, weiß gar nicht. Irgendwelche Züge fahren, glaube ich, auch nur bis. Ne, nicht Lustenau, wie heißt das andere? Lochauer Brand. Da gibt es, glaube ich, auch Züge, aber ich weiß gar nicht, ob es S-Bahn sind, Regionalexpress oder normale Regionalbahn. Das kann ich euch gar nicht sagen. Und wir fahren weiter nach Feldkirch am Berg. Liegt denn Feldkirch auch am Berg? Oh je. Also offenbar auch Züge abgestellt. Die kann man da auch, also stehen die nur hier statisch rum oder kann man ja wirklich fahren? Oh, ist aber hier. Die sind abgestellt direkt auf einem Gleis. Drei Stück. Da stand sogar noch rechts zwei Bahnarbeiter. Ich weiß nicht, ob das Bahnarbeiter waren, vielleicht waren es irgendwelche Lokführer, die gerade Pause gemacht haben, keine Ahnung. Zumindest waren es Leute in Warnweste. Ich denke mal von der ÖBB werden sie dann gewesen sein und wir sind da viel zu schnell. Nun, ich muss darauf achten, hier Feldkirch am Berg wird irgendwas mit Feldkirch sein, also vermutlich nicht weit weg von hier. Nicht, dass ich wieder durchrasse, wir heben, ja, da kommt schon die Anzeige, dass wir gleich da sind. Dann noch Kollege, das wird dann vermutlich keine S-Bahn sein, gehe ich mal stark von aus. Und hier fahren dann wahrscheinlich die S-Bahn nach Liechtenstein, wie ich gesagt habe. Da wird dann wahrscheinlich keine S-Bahn gewesen sein hier gerade, weil die S-Bahn haben ja gerade das gesehen. Ich gucke wieder, dass ich mich hier nicht komplett verbremse. Also eher in die andere Richtung, weil ich zu früh stehe.
Da ein großes ÖBB-Schild auf beiden Seiten. Auf dem Badhäuschen, glaube ich, war es. Und wir hatten da noch ein Kollege, sag mal, was ist denn hier los? Dann wegen Stau oder so, gab es irgendeine Streckensperrung. Ja, ich würde sagen auch keine S-Bahn, der fährt nämlich hier durch. Irgendwie kam wahrscheinlich Regionalbahn, Regionalexpress und S-Bahn oder sowas. Aber alles sehr knapp getimt hier. Hier tatsächlich keine Informationstafel in der Bahnstrecke. Naja, es gibt ja auch in echt nicht überall Informationstafel in der Bahnstrecke, in dem Bahnhof. Wird wahrscheinlich hier aber auch keine in echt geben. Deswegen gibt es ja auch im Spiel keine. Und wir fahren weiter. Und speichern nochmal gerade. Rangweil ist dann der nächste Halt. Genau, ich wollte euch ja gerade noch erzählen. Ich habe gestern hier das Ganze schon versucht aufzunehmen. Also, nehmen wir erstmal ein anderes Thema. Ich hoffe, das passt vom Sound alles, weil ich weiß, in der ersten Folge war das ein bisschen laut alles. Das habe ich, also war noch wohl so im akzeptablen. Da kommt ja noch einer. Wollte mich verarschen. ja, also in der ersten Folge war das ja relativ laut, gerade noch so im akzeptablen Bereich. Ich hoffe, es passt jetzt. Ich habe das nochmal krass runtergedreht, den Sound. Ja, wie gesagt, in der ersten, gestern habe ich versucht, das aufzunehmen, weil ich eigentlich das am Sonntag rausbringen wollte, die Folge. Und dann ist eben kurz vor Feldkirch plötzlich, dass ich mein ganzer PC abgestürzt. Und seitdem hatte ich massiv Probleme, dass es extrem langsam war. Ich dachte, es ist ja ein Virus oder sowas runtergeladen. Ich habe doch in letzter Zeit eigentlich gar nichts runtergeladen. Kann ja eigentlich gar nicht sein. Habe schon Virenscanner laufen lassen. Habe tatsächlich sogar meinen Virenscanner. Ich hatte Avira drauf, habe sich sogar deinstalliert, weil ich dachte, vielleicht zieht der, also vielleicht belastet er immer das System, weil er irgendwas meint zu finden und weil die ganze Zeit im Scannen ist, weil ich, das war die ganze Zeit im Task Manager im Prozess von wegen, oh, Haltestelle in Rangweil, oh, es war die ganze Zeit im Prozess am Laufen von Avira, aber eigentlich nicht so krass, also nicht so viel Auslastung, das ist eine sportliche Bremsung. Am Bahnsteig anfangen müssen noch passen. Ja, ich glaube, wir kommen aus der Notbremse nicht mehr raus. Ne? Ja. Nee, komm. Oh mein Gott, war das knapp. Okay, das gleich was verkackt. Ich hätte die Leistung drin haben lassen müssen. Jetzt fahren wir aber nochmal 2 Meter vor, weil das so funktioniert das ja nicht. Die Leute nochmal kurz zurücktreten. Wir haben sowieso noch einen kleinen Moment Zeit, glaube ich. Ja, noch 2 Sekunden wahrscheinlich. Ja, jetzt passt's. Genau, jedenfalls habe ich dann alles runtergeschmissen. Von wegen Antivirus und was weiß ich. Habe irgendwie sämtliche Prozesse deaktiviert, habe alle möglichen Sachen, die im Internet standen, gemacht. Und habe jetzt im Endeffekt, habe dann gedacht, ja, kann ja nicht sein, ich muss ja noch das mal irgendwie aufnehmen. Jetzt das Video wollte ich dann noch unbedingt machen. Ich habe schon, also mein Plan war es dann eigentlich jetzt morgen, also ich nehme es Sonntag auf. Dann mal Windows neu zu installieren, wenn ich von der Arbeit heimkomme, weil heute hatte ich leider echt keinen dazu. Und dann hätte der wieder funktionieren müssen eigentlich aus dem SSD wäre Schrott. Und jetzt habe ich dann gedacht, jo, ich tue schon mal schnell die Word rüber auf die andere Platte und ein paar andere Sachen auch auf die HDD, weil ist ja scheiße, wenn ich jetzt die insgesamt wahrscheinlich über 200 GB dann spielen, die ich noch auf der SSD liegen habe, weil ich habe ein Teil der Spiele auf der HDD, ein Teil der Spiele aber auch auf der SSD und anderem Train the World liegen gehabt. Und habe eben Train the World und ein paar andere Spiele auch schon rübergeschoben auf die HDD, weil ich dachte, rüberschieben dauert wesentlich kürzer als neu installieren. Dann habe ich Train the World rübergeschoben. Ich glaube, irgendwie insgesamt waren es irgendwie 130 GB irgendwie sowas. Und bei KM 125 GB oder sowas hat sich mein PC wieder aufgehängt. Ich dachte, nee, das kann ja nicht wahr sein. Also ich habe das kannst du über Steam direkt machen, da kannst du auswählen, dass er das direkt rüberschieben soll. Hat natürlich sehr lange gedauert, weil eben
ja, irgendwas mit der, weil ich ja dachte, irgendwas wäre mit der Festplatte, und habe gedacht, ja, okay, das wird dann daran liegen, dass es eben zu lang dauert. Dann hat sie sich eben aufgehangen bei 125 GB oder sowas. Da hab ich mir gedacht, nee, kann ja nicht wahr sein. Hab dann neu gestartet, also ausgemacht und neu gestartet. Und hab dann gedacht, ja, okay, probieren wir es nochmal. Sind jetzt nur noch die 5 GB. Hab drüber geschoben, dass der Verzeichnis schon vorhanden ist. Ich dachte, nee, ich verschiebe das nicht nochmal alles rüber. Kannst du abhaken. Die 130 GB kannst du dir sonst wohl schieben, ne? So halt gleich und so zurück ist. Oder wie man das ausspricht. Genau, hab dann also gedacht, okay, dann mache ich das auf die andere Art. Bin in den Explorer gegangen, hab's so rüber geschoben. Und eben die Dateien, die schon da waren, habe ich dann eben übersprungen. Und hab dann eben Transit World über Steam deinstalliert auf der C-Festplatte und auf D dann installiert, und dann waren es irgendwie auch nur noch, hat er irgendwie auch den Großteil erkannt, war nämlich, glaube ich, nur 2-3 GB, die er nicht erkannt hat. Zumindest muss ich dann nicht alles wieder neu runterladen. Hab noch gerade noch ein anderes Spiel rübergeschoben, das hat dann ohne Probleme funktioniert auch. Und hab dann irgendwann nochmal irgendwas gemacht, hab schon so gedacht, so, ja, okay, irgendwas wollte ich machen, ich weiß gar nicht mehr irgendwie, was weiß ich, irgendwas auf der C-Festplatte und wollte irgendwas machen. Und normalerweise hat es immer voll lang gedauert, weil ja irgendwas da im Hintergrund direkt am Laufen war. Und es ging so voll schnell plötzlich. Ich dachte, hä, was, hä? Hab dann mal geguckt, so plötzlich Auslastung nicht mehr permanent bei 100%. Ich so, hä, okay. Also, ich denke, ich habe jetzt den Fehler gefunden. Wahrscheinlich wird es einfach irgendwas gewesen sein, dass ich gestern bei dem Absturz, wo auch immer der herkam, irgendwas in Strange World so krass aufgehangen hat, dass es einfach meine komplette Festplatte lahm oder meine komplette SSD lahmgelegt hat. Und irgendwie wahrscheinlich auch im Hintergrund am Laufen war, irgendwie, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, woran das jetzt im Endeffekt gelegen hat. Also falls ihr auch mal so ein Problem haben solltet, irgendwie habe nur ich immer solche komischen Probleme, deinstalliert Transit World mal oder schiebt es auf eine andere Festplatte rüber. Also ich habe ja im Prinzip auch noch auf die andere Festplatte rüber geschoben, auf die HDD, und jetzt läuft wieder alles. Also ich habe keine Ahnung, woran das gelegen hat jetzt. Also, woran es gelegen hat, dass es so langsam war, jetzt offenbar ja schon, aber warum der Abschluss kam, keine Ahnung. Ich hoffe, dass das jetzt nicht nochmal passiert, weil ich habe da eigentlich keinen Bock drauf, das mal rüberzuschieben. Windows 9 installiert hatte ich vor, glaube ich, anderthalb Jahren, nein, nicht ganz anderthalb Jahren, glaube ich, schon mal, weil ich ja eben schon mal Probleme hatte mit solchen Abstürzen, eben genau solchen, wie ich jetzt auch hatte. Das hatte ich dann aber behoben gehabt, da war wahrscheinlich ein Rahmenriegel defekt. Boah, ja, also keine Ahnung. Da habe ich das mal Kosten gekriegt, dass er wieder plötzlich abgestürzt ist, und vor allem, als danach dann es auch nicht mehr gescheit funktioniert hat. Also das kann ja nicht wahr sein. Popelbach, den ich nicht kenne, da drüben. Abstellanlagen oder was? Keine Ahnung. Sieht aus, als wäre das irgendeine Strecke, die geplant wäre, irgendwann mal zu bauen. Und als nächstes kommt dann Klaus. Wohnt hier auch der Klaus? Man weiß es nicht. Klaus, bist du da? Ich sollte ein bisschen stärker in die Bremse reingehen. Vielleicht. Vielleicht. Ich habe mich ja krass verschätzt jetzt. Aber mit der Notbremse sollte es noch funktionieren alles. Boah, das war ja richtig krass verschätzt von der Bremse her. Dadurch, dass die Halteposition erst am Ende des Bahnsteigs war, habe ich damit überhaupt nicht gerechnet, dass es. Okay, alles klar. Muss ich mir merken, dass ich vielleicht ein bisschen früher anfange zu bremsen. Wie gesagt, die krasse Bergregion, die haben wir jetzt verlassen. Also klar, hier links und rechts sind schon noch Berge auf jeden Fall, aber wir sind ja schon im größeren Tal, weil jetzt da drüben ja auch irgendwo der Rhein lang fließt, und erflüssen ist ja gerade mal ein Tal. Das ist schon ein bisschen entfernt, der Rhein. Den haben wir dann nur in der ersten Folge so ein bisschen andeutungsweise sehen können. Weil der bildet ja die Grenze zur Schweiz, und so nah an der Grenze zur Schweiz sind wir doch nicht. Habe ich die Tür jetzt zugemacht, ja. Wir fahren weiter, auch wenn noch nicht, wenn es da noch nicht steht, ist mir jetzt gerade egal. Ich habe jetzt die Tür schon geschlossen. Pech, wer zu spät kommt. Und dann kommt das nächste Götzis, oder wie man das auch immer ausspricht. Hier nochmal ein kleiner Tunnel, bitte, das ist eher. Wahrscheinlich eine Überführung für die Tiere, gehe ich mal von aus. Damit die Tiere auch da oben lang gehen können und auf die andere Seite der Gleise kommen, ohne überfahren zu werden.
drüben, ist das eine Autobahn oder was? Wahrscheinlich, das sieht nicht nach einer Autobahn aus. Ist das dann die Brenner? Ne, das ist nicht die Brennerautobahn. Ne, 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 die geht viel weiter östlich lang. Das kommt ja da von Rosenheim oder Hufstein. Da war irgendwas zu bestätigen, offenbar. Ja, das wird die Autobahn sein, die dann später in Deutschland zur A96 wird, ich weiß nicht, wie die in Österreich heißt. Die bei Lindau über die, also bei Bregenz, bei Lindau über die Grenze rüber geht. Ist doch gut. Gut, dass wir einen kleinen Moment früher losgefahren sind, dementsprechend haben wir Zeit für die Zwangsbremsung jetzt gehabt. Hoffentlich. Sag mal, kannst du das mal fahren, Suche? Ist ja peinlich, dass die ganzen Autos uns überholen. Ja, wobei, so schnell dürfen wir eh nicht fahren, weil wir ja wechselblinken. Kann man da wechselblinken? Haben wir immer noch, okay. Ja, dann. Warum? Ich verstehe es nicht. Vorne irgendwas am Signal mal abwarten. Ja, da ist auf jeden Fall gelb. Hallo, ich hab dich doch gedrückt, die Wahl. Immer diese frechen Jeepers hier. Wir nähern uns aber zum Glück unserem Halt in Götzis. Wo ist die Autobahn denn? Ah, die ist da drüben hingegangen wahrscheinlich. Naja, die ist da drüben weggegangen. Die geht nicht mitten durch Götzis, so wie wir hier fahren. Das wäre ein bisschen blöd für die Anwohner. Ich habe ja schon die Züge, die hier durchrasen. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob hier die regionalen Expresszüge auch halten. Ob hier wirklich alle durchrasen. Zumindest die S-Bahn hält ja schon mal hier. Ich gehe mal davon aus. Sieht ja schon nach einem nicht so Mini-Halt aus. Das Regionalbahnzüge auf jeden Fall ja auch noch halt. Ah, deswegen, ah, okay. Wir fahren rüber, deswegen haben wir irgendeine Überholung oder so, kann das sein. Oder warum fahren wir rüber? Ah ne, das ist aber Durchfahrtsgleis in der Mitte. Deswegen fahren wir rüber, okay. Aber vielleicht haben wir trotzdem eine Überholung, mal abwarten. Wobei, ich sehe oben ein paar das Grün. Also werden wir wohl keine große Überholung haben. Aufs Abstellgleis haben wir zum Glück nicht. Ja, durch die Zwangsbremsung haben wir dann jetzt doch ein bisschen Verspätung leider. Bisschen kacke. Hier wieder eine sehr interessante Halteposition. Ich sollte vielleicht ein bisschen später bremsen. Und dann kommen wir jetzt zum Stehen und machen die Türe auch auf. Stehen noch irgendwelche Busse, stehen da noch. Ich weiß gar nicht, es gibt eigentlich an jedem Bahnhof so eine tolle Tafel, wo... Ah ja, genau, die suche ich. Die gibt eigentlich an jedem Bahnhof irgendwo versteckt. Also fast jedem zumindest. An einem größeren zumindest. S1 hat eins, ja, der Rex hält ja auch. Genau. Der Pluder entstand der Kratzen da. Dann kommt mal so die Tür zu. Und dann die nächste Bahn kommt nach Bregenzhafen. Ja, wir haben hier eine Minute Verspätung, genau. Und dann gehen wir wieder Gas, müssen wieder gucken, trotzdem wegen der Beeinflussung noch. Und da würde ich sagen, machen wir gleich in Hohenems den Cut. Also, Alter, fahren wir noch Hohenems, machen wir dann den Cut gleich.
Ich habe überlegt, ob wir den in Dornbirn machen, aber ich glaube, der ist ja noch ein bisschen länger hin. Emsland, Dornbirn, Hatzlardorf, Dornbirn, Zoren. Ja, Dornbirn ist noch ein bisschen. Also Dornbirn Hauptbahnhof ist noch ein bisschen. Da ist offenbar einer, der durchfährt. Aber da was zum Kultieren. Ich kultiere lieber. Ich weiß, abgelenkt durch einen anderen Zug. Ja, der ist noch nicht drüber, der hintere Zugteil, das habe ich hier ausgesehen. Die Kamera bewegt. Jetzt müssen wir dann wieder befreien können, da sind wir schon okay. Und dann drücken wir auf die Tube. Damit wir dann rechtzeitig in den Alltag ankommen. Müssen auch ordentlich auf die Tube drücken, weil wir haben Verspätung. Ah, da kommt aber die Haltepunkttafel oder wie man die nennt, ich nenne die jetzt einfach so. Reduzieren die Bremskraft ein bisschen. Ja, gut, wir sollten schon vor dem Häuschen anhalten am besten, weil hier ist nur ein bisschen wenig Platz zum Ein- und Aussteigen. Das habe ich jetzt so spät gesehen. Ja, passt aber alles noch. Ja, weil hier diese Lücke zwischen dem Häuschen und dem. Ja, wobei hier ist natürlich hier ist ja kein Glas drin, von daher passt es ja alles. Ein sehr interessanter Bahnhof hier in Alltag. Also wahrscheinlich nur ein simpler Haltepunkt sein, aber trotzdem mit den Häuschen. Oha, ist hier wieder was, ist hier wieder was, ist hier wieder was. Da müssen wir kurz was ganz Verbotenes machen, damit wir rechtzeitig das schaffen. Und zwar über die Gleise springen, da kommt kein Zug, alles im grünen Bereich. Bitte nicht nachmachen, echt. Und vor allem nicht sagen, dass ich das vorgemacht habe. Das wäre noch kritischer. Setzen uns wieder hin, machen die Tür dazu, weil wir haben ja eh schon Verspätung. Lösen die Bremse und begeben uns zum letzten Halt unserer heutigen Folge Hohenems. Und dann werden wir in der nächsten Folge Dornbirn, Bregenz und Lindau erkundigen oder erkundigen? Erkunden. Damit wir hier wieder das rausmachen, ne? Ist aber blöd hier für unsere Beschleunigung. Jetzt haben wir 35 Tour mehr lang, wir haben Verspätung, hallo. Also wenn man da ein bisschen so weit fährt am Bahnhof, hat man ein Problem hier, würde ich sagen, und hier in dem Bereich bremst. Wenn man hier den Hauptschalter raushauen muss. Aber wir dürfen jetzt wieder reinmachen, oder? Ich glaube schon, ja. Achso, ja, erstmal die Leistung ausmachen, das war nur eine Idee. Hier unten in der Straße, auch irgendeine Unterführung wahrscheinlich, damit der Ort hier auch von der einen auf die andere Seite kommt. So, wir sollen jetzt eigentlich schon in Hohenems angekommen sein. Sind wir aber noch nicht. Notbremse bitte auch noch nicht. Aber 100% Bremsstellung wäre schon angebracht. Da kommt. Ich habe nämlich da gerade schon gesagt, hey, da kommt doch hier die Verzweigung schon für den Bahnhof. Das sieht doch so ein bisschen aus. Da gehen wir lieber mal in die Bremse rein. Das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Das ist immer schwierig. Wenn man da nicht jede Sekunde hinguckt hier oben auf die
tolle Anzeige hat man ein Problem, wenn der Bahnhof kommt. Wenn man sich auf der Route dann auch nicht so auskennt und nicht weiß, wann die Bahnhöfe kommen. Klar, ich bin ja ein, zwei Mal schon privat jetzt hier im Simulator gefahren. Die Strecke aber so oft dann doch noch nicht, dass ich mich hier so gut auskenne. Wir sind komplett drin und dann bremsen wir hier. Haben wir nicht die letzten 2 cm auch noch vorrollen. Das macht doch nicht so viel Sinn. Genau, und ich verabschiede mich jetzt hier von euch. Und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Da fahren wir dann weiter in die restliche Strecke von Hohenems über Dornbirn und Bregenz nach Lindau und werden dann auch in den Bodensee sehen. Genau, und dann würde ich sagen, bis dahin und